So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich sitze jetzt hier in Hildburghausen auf dem Marktplatz. Die Sonne scheint, mein Arsch ist total kalt. Es sind trotzdem minus 4 Grad, komischerweise. Muss man sich mal vorstellen. Ich habe schon angekündigt, dass ich die Alola-Quests oder die Alola-Spezialforschung mal wieder so machen möchte. Möchten wir jetzt mal hier reingucken, was das überhaupt für Aufgaben sind. Ich habe bis jetzt wirklich noch gar nichts gemacht. Ich habe gerade den Community-Raid gemacht. Jetzt bin ich nochmal los, solange das Video exportiert. Wenn ihr hier reinguckt in euren Spezialforschungstab, seht ihr aber schon ein Melle-Abenteuer. Ich kenne nur Melle von Berlin Tag und Nacht, aber trotzdem fange 10 Pokémon. Verschicke 3 Geschenke mit einem Sticker. Fange 5 Pokémon vom Typ Normal. Wenn ihr mal im Heute-Tab guckt, habt ihr hier diese Fangherausforderung, dass ihr im Prinzip die 3 Starter fangen sollt, dann diesen Specht und diesen das Vieh, was noch übrig ist. Und das Vieh, was übrig ist, müsst ihr auch noch entwickeln, dann habt ihr das auch abgeschlossen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Das einzige Pokémon, was ich heute gefangen habe, ist der neue 5er Raid-Boss im Community-Raid. Jetzt möchte ich aber erstmal hier Geschenke verschicken mit Stickern, das ist wichtig. Dazu gehen wir hier rein, gehen mal auf Online, gucken mal, wer gerade da ist. Geben hier zum Beispiel dem Flex ein Geschenk mit Sticker. Er kriegt einfach einen Hopspross-Sticker dran geklebt, egal jetzt. Flex, ein Geschenk, ne? Wen aber noch? Fettes. Ah, wenn ich das Apex-Ho-Ho sehe, da wird mir schlecht. Warum, das erfahrt ihr später in einem anderen Video. Skinny ist gerade online, kriegt er halt auch noch ein Geschenk hier. Hat auch einen Wuffels am Start. Mit Sticker, diesmal ein anderes Hopspross. Hauen wir auch mal hier dran. Und einer ist noch übrig. Und zwar nehmen wir noch, wer hat kein Geschenk, wer hat noch nicht interagiert? Abukugi. Kriegt Abukugi auch noch ein Geschenk? Weil wer interagiert hat, der braucht ja keins. Sonst machen die das vielleicht zufälligerweise doppelt auf. Der kriegt jetzt hier einen Shellast. So, wird rangehangen. Drittes Geschenk verschickt. Da werde ich ein bisschen rumlaufen. Werde mal gucken, dass ich ein paar Pokémon fange. Vom Typ Normal vor allem. Ich hoffe, der hier ist Typ Normal. Mangunior. Ja, der ist Typ Normal. Der wird wahrscheinlich das Pokémon sein für den Übergang und was ich für die Aufgabe brauche. Und ansonsten mal gucken, ob wir ein paar Starter kriegen und ob wir gute Starter kriegen. Oder vielleicht sogar einen Shiny Mangunior, weil den gibt es ja jetzt auch als Shiny. So. Jetzt habe ich gerade noch einen Bautz gefunden. Das ist der letzte Starter, der mir fehlt. Wir haben jetzt hier noch einen Tüten mit dem Daumen. Ungefähr so. Jetzt, Alter, hat einfach seinen Kopf rumgedreht. Habt ihr das gesehen? Genickbruch. Der Exorzist. Ich habe einen Capoeira gefunden, auch auf dem Markt. Habe ich nichts dagegen, wenn die jetzt vermehrt spawnen. Damit man vielleicht doch noch das Shiny mitnimmt. Hier hat es auch im Pokédex registriert. Robball habe ich bisher am meisten gesehen. Robball saß einfach überall. Hier sitzt keiner. Da. Was ist das denn? Ach so, 5 Bronzemedaille. Registriere 5, alles klar. Hier, guck mal, 3-mal Robball, ne? Einmal Bautz. Pebek finde ich gut. Kann man auch für Typ Normal fangen. Und, ja, Flamiau. Habe ich nicht Flamiau irgendwo gehabt noch? Ja, egal. Flamiau ist bestimmt geflohen. Das gibt's nicht mehr. Wir müssen jetzt mal die Aufgaben hier abholen, die wir alle haben. Wir haben nämlich einmal hier 10 Pokebälle, die wir abholen können. Wir haben hier eine Pokémon-Belohnung mit Radfratz. Alola Radfratz. Richtig stark. Den braucht man auf jeden Fall. Gibt's natürlich auch als Shiny. Also es gibt ja viele Sachen schon als Shiny. Die Starter gibt es jetzt noch nicht als Shiny. Haben auch schon wieder in die Gruppen die Leute rumgefragt. Gibt es sie jetzt alle als Shiny? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur diesen komischen Markus als Shiny. Und den Wuffels, aber den gibt es ja eh nur aus Raids erstmal. Also wer raiden möchte, viel Spaß. Hier nochmal so ein Markus dabei. Leider auch kein Shiny, egal. Nehmen wir jetzt einfach mit. Curven mal. Laufen mal noch ein Stück weiter. Die Sonne brennt. Und schau mal, was im nächsten Kapitel los ist. Ich hoffe, da ist jetzt nichts dabei mit Eierbrüten. Obwohl, eben ging ein Ei auf. Ich glaube, ich habe noch kein neues rein. Das heißt, ich hätte es gut. Ich könnte noch ein Ei in eine Maschine setzen. 500 Staub nehmen wir natürlich auch mit. Die gelben Beeren. Jetzt habe ich es nicht gesehen.
Mach einen Schnappschuss von einem Pokémon im Freien. Verwende 7 Bären beim Fangen von Pokémon und fange 10 Pokémon. Das mit dem Schnappschuss. Das zeigen wir euch jetzt gleich mal, weil das. Ich kann mich noch gut erinnern an den RWE-Brein. Der hat immer gesagt, bei ihm funktioniert das nicht. Er ist jetzt extra rausgegangen aus dem Haus und hat ein Pokémon fotografiert in seinem Beutel. Das ging nicht. Ein Pokémon im Freien, ein wildes Pokémon, ist ein Pokémon, was ihr noch nicht gefangen habt. Das, Waumel, ist ein wildes Pokémon. Das habe ich nicht in meinem Beutel, in meinem Inventar. Ist aber jetzt weg. Wir drücken einfach mal hier. Ne, wir nehmen Waumpel, wir nehmen Waumpel. Waumpel ist cool, geh mal weg. Wir nehmen Waumpel. Waumpel ist auch weg. Gut, wir nehmen Sengo. Wir nehmen mal das Sengo. Das ist ein wildes Pokémon. Das ist im Freien. Da drückt ihr ganz oben über dem Pokémon auf dieses Kamerasymbol. Könnt jetzt hier ein Foto machen. Bestätigt dieses Foto unten rechts mit dem Haken. Und dann zählt das dazu, dass ihr einen Schnappschuss von einem Pokémon im Freien gemacht habt. Auch wenn mir überhaupt gar nichts angezeigt wurde und ihr dann schon wieder die gleichen Texte presst, ist das auf jeden Fall jetzt fertig. Das ist ein Schnappschuss von einem Pokémon im Freien. Nicht, dass die Leute sagen, so, ich bin jetzt draußen, ich habe die vier Wände verlassen und mache jetzt hier einen Schnappschuss von diesem Pokémon, weil ich bin ja im Freien. Das ist Quatsch. Woher sollen die wissen, ob ihr gerade in einem Haus seid oder ob ihr vor dem Haus seid? Ihr müsst das Pokémon muss im Freien sein, nicht ihr. Es darf nicht in eurem Beutel sein. Ja, ansonsten, Bären. 10 Pokémon fangen und ich würde sagen, wir melden uns zurück, wenn wir das letzte Pokémon wieder haben für die Aufgabe. Der Rest ist bisher noch ziemlich simpel. So, jetzt habe ich aber das Flammiau. Vielleicht kann ich es jetzt nochmal fangen. Wahrscheinlich ist das vorhin abgehauen. Ich habe die ganze Zeit den Schnellfang-Trick gemacht, deswegen konnte ich da nicht drauf achten. Ein Ball drauf, großartig. Die Bären sind schon fertig. Das müsste jetzt das 10. sein. Gucken wir uns gleich mal an, was danach die nächsten Aufgaben sind und was die Belohnungen davon sind. Hier fange 10 Pokédex-Eintrag. Ich habe es wirklich nicht gehabt. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin immer wieder geflohen. So. Was haben wir hier Feines? Wir können das abholen, wir können das abholen. Hier gibt es eine Belohnung, dann gibt es eine TM. Nehmen das alles mit. Pepek hier, nehme auch mit. Und ich glaube, der Tipp mit dem Pokémon im Freien ist jetzt schon das Wertvollste am ganzen Video, weil wirklich so oft, jedes Mal, immer wenn diese Aufgabe kommt, kommt die Frage, wie funktioniert das? Ich habe jetzt schon 30 Schnappschüsse gemacht, bei mir zählt das nicht, obwohl es irgendwie logisch ist, aber wer kommt schon auf die Idee, ein wildes Pokémon zu fotografieren? Das haben wir bei Suicune gehabt und dem ganzen Zeug. Raupi! Das Raupi brauche ich, glaube ich, für den Übergang. Raupi, warte mal kurz. Müssen erst den Rest abholen. So, ich brauche nämlich unbedingt noch ein Raupi bei Tageslicht, bei gutem Wetter, weil ich immerzu das mit Schnee oder das bei Regen einblenden muss. Jetzt haben wir, das interessiert nicht, 6 Pokémon vom Typ Normal, 3 verschiedene Arten von Pokémon vom Typ Normal, 5 Pokestops oder Arenen. Ja, Yorklef ist normal, Pepek ist normal und hier der Markus ist normal. Haben wir schon mal 3 und ansonsten insgesamt 6 und 5 mal drehen. Passt, Raid Pass gibt's auch. Das heißt, ich... Hier, guck, Pepek. Payback ist normal. Nehmen wir gleich mal mit, dass ihr seht, dass das zählt, ne, für die Aufgabe, aber dann Raupi als Übergang. Also bis jetzt sehr chillig wieder mal. Man kommt gut durch. Wird gar nicht so lang, außer die letzte Seite haut richtig rein. Vielleicht muss man da einen Raid machen und deswegen gibt es da nochmal einen Raid-Pass. Das sehen wir aber gleich. Hier Raupi und... So, wir haben noch so einen Markus gefunden hier. Oh, verdammt. So, wir haben noch so einen Markus gefunden hier. Das müsste jetzt der letzte sein. Wir brauchen auch noch eine Arena oder einen Pokestop, den wir drehen können. Aber weil wir in Marktgegend sind, haben wir natürlich genug Auswahl. Seht ihr, 6 von 6, Typ normal, 3 verschiedene waren auch da. Da sitzt eine blaue Kuh. Dann machen wir mal kurz Shiny Check. Die ist nämlich gar nicht blau. Drehen hier noch einen Stop. Den können wir auch direkt drehen. Den können wir theoretisch auch direkt drehen. Und den können wir auch direkt drehen, obwohl wir eigentlich schon fertig sind. Na, der ging nicht. Versuche es später nochmal. Vielleicht ging er doch, das zeigt nur noch nicht an.
Haben das jetzt auf jeden Fall auch fertig. Holen mal hier die drei Belohnungen ab. Haben noch einen Markus. Eigentlich hätten wir die ja mal bewerten müssen, die aus der Forschung kommen, weil die ja gute IV haben können. Wir können es bei dem ja jetzt mal machen. Dieser Markus wird bewertet. So. Schau ins Land reisen. Können wir gleich noch Werbung machen. Dieser Markus ist nicht so gut, wie ich dachte. Das ist Schau ins Land reisen. Wer kennt das? Wollt ihr auch verreisen? Schreibt es mal in die Kommentare. Zweites, noch ein Markus. Hä? Das ist wirklich noch ein Markus, okay. Aber gut, bei so vielen Markus kann ja sein, dass irgendwann das Shiny Markus auftaucht. Der hat aber eine komische Fresse. Habt ihr das gesehen? Dass der so richtige Reißzähne hat und böse guckt? Wollen wir den auch bewerten? Weil er aus der Aufgabe kommt. Das machen wir auch mal. Ist sogar noch schlechter. Das heißt, dann ist hier bestimmt, lasst mich raten, ein Markus drin, oder? Nee, ein Radikal. Dann ist halt ein Radikal drin. Nehmen wir halt das Radikal mit. Guckt euch die Fressbacken an. Sieht doch auf jeden Fall verdammt gut aus. Kann Radikal eigentlich shiny sein? In dieser Form wild? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bleibt er nicht drin. Müssen wir halt einfach fabelhaft auspacken. Das war gekonnt, ne? War kein Zufall. Habe ich extra so gemacht. Ist drin. Mal gucken, wofür ich jetzt den Raid Pass krieg. Ich habe eh noch einen freien Pass. Die können gerne also sagen, hier, den kann ich aufheben und kann mit dem anderen freien Pass das machen. Das wäre auch kein Thema. Schon wieder 5 Geschenke. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Geschenke verschicken kann heute. Sonst ist das ganze Video fail. Ich glaube, ich habe nur insgesamt 5 vom Buddy nochmal gehabt. Gewinne einen Raid. Fange 15 Pokémon. Schicke 5 Geschenke an Freunde. Kann sein, dass ich keine 5 mehr verschicken kann, weil ich nur noch 5 vom Buddy hatte, wovon ich 3 schon weggemacht habe. Gewinne einen Raid, hört sich aber gut an. Dann poste ich nämlich mal 13:30, dann poste ich diesen Raid. Der ist, glaube ich, auf dem Friedhof und dann werden wir den einfach auch noch mit ins Video packen. So, es ist komischerweise jetzt der nächste Tag, auch wenn man das vielleicht in dem Video nicht so mitkriegt. Aber doch, man sieht's, denn ich habe die Haare auf. Die hatte ich vorhin noch nicht auf. Man sieht gar nicht, dass ich Haare habe. Okay, egal. Ich wollte eigentlich zum Friedhof laufen und wollte am Friedhof den Raid machen. Dann habe ich gesehen, dass ich die Aufgabe mit den Geschenken eh nicht fertig machen kann, weil ich schon alle verschickt hatte an dem Tag. Jetzt ist die aber fertig, weil ich ja dann abends wieder Geschenke verschickt habe und habe gestern den Raid gemacht. Der Raid war gestern auch schon fertig, habe aber gedacht, fürs Video wollte ich ja einen Raid machen. Also mache ich jetzt am nächsten Tag einfach einen Raid, aber nicht am Friedhof, sondern am Old City Tower. Das ist immer noch dieser Turm, der da steht, wo ich auch letztens hier einen Community Raid gemacht habe bei den Mülltonnen. Ich habe jetzt auch mal in der Gruppe gepostet, wer dabei sein möchte. Zelda hat sich eingetragen, Henry Niki und Jenaya haben sich eingetragen. Wir drücken also mal hier auf die Arena, werfen mal in diese gelbe Arena den Raid Pass ein, den einen freien Raid Pass. Man hat ja mittlerweile 2 die ganze Alola Season übrig. Wir müssen jetzt hier einfügen. Zelda, Henry Niki, Jenna, mit Zelda steige ich auf. Mal gucken, wer gerade online ist, den wir spontan noch einladen können. Hier den Michel zum Beispiel und den Skinny, weil die haben beide Zahlen davor. Der Michel und der Skinny, die werden auch mal eingeladen. Mal gucken, ob sie reinkommen spontan. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt da drüben hinstellen. Obwohl, da sieht es wieder alles so statisch aus. Wir haben Groudon, 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 Groudon und ein Rihonyor. So, das muss reichen. Das sind auf jeden Fall viele Bodenangreifer. Wenn die überhaupt Bodenattacken haben. Bei meinen Pokémon bin ich mir da immer unsicher. Weil die meistens alles andere haben, außer die Attacken, was sie eigentlich für ein Typ sind. Ja? Kann sein, dass Groudon jetzt hier nur mit Feuer kämpft. Kann sein, dass Rihonyor jetzt hier mit Gestein kämpft. Obwohl, dann wäre das ja trotzdem der Typ, den das Pokémon trotzdem hat. Also passt. Es fehlt theoretisch keiner, weil die sich eingetragen haben, sind da. Die 2 Spontangäste sind nicht da, aber das ist ja egal. Thomas hat uns ja schon gezeigt, dass man den auch ganz gut zu zweit machen kann. Ich habe das Video noch nicht geguckt, bin ich ehrlich.
Wenn ihr Duo-Raids sehen wollt oder Triple-Raids oder Solo-Raids, ne, von legendären Pokémon, immer wenn was Neues da ist und sehen wollt, wie man den am besten im Duo machen können, dann checkt mal den Kanal von Thomas Rothe aus, mit TH, Rothe. Gucken wir ja auch am Montag ab und zu mal rein. Oder wer meinen Kanal verfolgt, der wird den Thomas eh kennen. Wer den Thomas nicht kennt, dann achtet mal drauf, wenn wir Raids für Zuschauer machen, ist der Thomas ja auch immer da. Der macht ja auch auf seinem Kanal immer Raids, Duo-Raids, Solo-Raids, Triple-Raids, je nachdem. Versucht er immer das Minimum rauszukitzeln, was man braucht, um ein Pokémon zu besiegen. Oft bin ich dabei, oft sind auch andere Leute dabei. Dass er ab und zu auch mal irgendwelche Gäste hat. Vielleicht habt ihr ja Bock, auch mal mit dem Thomas ein Duo-Raid zu machen. Aber ich glaube, mit dem ist er jetzt durch. Obwohl so zum Spaß, wenn er eh jeden Tag seinen freien Pass macht, können da ja vielleicht mit einem Gast, aber er hat das schon gemeint. Man kann ihn ja einfach anfragen, man kann ihn einfach anschreiben und wer da Interesse hat, kann da gerne einfach mal nachhaken. So, wir hauen jetzt hier drauf gemütlich. Kapuriki, ich muss mir den Namen verinnerlichen. Wie gesagt, ich habe die Spiele nie gespielt. Ich habe mit den ganzen Pokémon nichts zu tun. Ich kannte nur die erste Generation. Ich lerne alles durch Pokémon Go kennen. Verzeiht mir bitte, dass ich da nicht auf dem Laufenden bin. Kapuriki ist jetzt also am Start. Gefällt mir eigentlich nicht so, muss ich nochmal dazu sagen. Also das passt vielleicht zu dieser Region. Okay, das ist genau das, was man in dieser Region erwartet. Sieht halt aus wie so ein Inselkrieger mit lustigen Haaren und allem drum und dran, aber wenn ich mir das Groudon angucke, Groudon ist genau mein Geschmack. Ein dicker, fetter Klumpen. Gut definiert, böser Blick, sieht gefährlich aus, erreicht massig hohe WP, ist einfach ein starkes, fettes Pokémon. Kapuriki sieht für mich aus wie ein 3er Raid Boss, aber nicht wie ein 5er Raid Boss, deswegen. Aber da hat jeder eine andere Meinung. Wie gefällt euch Kapuriki? Schreibt es mal mit rein. Habt ihr die Forschung schon fertig? Heute ist Mittwoch, wo ich das aufnehme. Am Dienstag habe ich angefangen mit dem ersten Teil. Jetzt hier mache ich den letzten Teil. Und dann denke ich mal, dass ich das vielleicht am Donnerstag auch veröffentlichen kann. Obwohl ich am Donnerstag auch streamen wollte. Kommt wieder alles aufeinander. Freitag wäre mehr Zeit. Wenn ich es bis Freitag aufhebe, dann interessiert es schon wieder keinen mehr. Weil dann alle wieder nur drunter schreiben, ich war am Dienstag schon fertig. Und ich denke mir, Glückwunsch. Alter, das zieht sich aber trotzdem. Wenn wir jetzt gleich bei der Hälfte der Zeit sind, dann sagt uns das, zu dritt hätten wir das locker gemacht, auch okay. Aber zu zweit wäre das schon wirklich kein Zuckerschlecken. Dann hätte er jetzt schon tot sein müssen. Bei der Hälfte der Zeit ist er aber nicht. Das heißt, zu zweit hätten wir sicherlich Probleme gehabt, weil wir nicht so krass vorbereitet sind. Er musste dann wahrscheinlich wirklich mega Gänger reinpacken und mit Gift arbeiten. Weil mega einfach, oder wenn irgendwann mega Knackrack kommt, also dann hast du wieder ganz andere Chancen. Könnte man auch machen. Und davon sind wir noch weit entfernt. Ich bin ja auch mal gespannt, wann das erste mega legendäre kommt, aber ich denke mal, vor dem GoFest dieses Jahr wird sich da nichts tun. Vielleicht zum GoFest, dass sie das erste Mal ein legendäres Mega-Pokémon rausbringen. Ob sie dann mit Mew anfangen, also mit Mewtwo, ob sie dann mit Mewtwo anfangen oder ob sie sich das bis zum Schluss aufheben. Der ist jetzt tot, der muss glaube ich irgendwas über 18 haben. 1807, denke ich mal, ist glaube ich das 100er. Wir gucken mal. Das ist mein dritter Raid, den ich davon mache. Gestern zwei, heute der dritte. Dann muss ich noch einen vierten machen. In der Raid Mania heute Abend muss ich natürlich alle machen, zu denen ich eingeladen werde. 1779 ist auf jeden Fall der beste, den ich bisher habe. Jetzt müssen wir den wieder fangen. Das heißt, wir tun so, als würde man den Kreis einstellen auf einfach fabelhaft. Jetzt dürfen wir den Kreis nicht mehr verstellen. Und dürfen nur noch werfen, wenn er angegriffen hat. Und das ist das, was ich an Groudon auch mag. Groudon sitzt halt einfach immer in der Mitte. Groudon sitzt in der Mitte, Groudon greift immer zu an oder er greift gar nicht an, aber der sieht einfach ruhig und gechillt aus. Ich hasse diese Pokémon, die immer links und rechts hingehen, du ewig warten musst, weil sie in der Mitte nicht angreifen.
Immer nur, wenn sie am Rand sitzen, greifen sie an. Da kann ich aber nicht werfen. So, das sieht gut aus. Zweiter fabelhafter Wurf. Und wäre fast drin geblieben. Oh, das hat sich aber jetzt gefährlich angefühlt, dieser heftige große LKW, der mich hier einfach mitnimmt. Das Müllauto. Dritter kommt wieder raus. Wir haben noch 16 Bälle, kein Problem. Greif an, los, los, los. Er geht wieder an den Rand. Andere würden das bestimmt zusammenschneiden, aber ich lasse das so, damit ihr wirklich seht, was das für ein Spektakel ist. Theoretisch, wenn ich gegen den Uhrzeigersinn curve, könnte ich auch nach links rüber werfen. Da muss ich mich aber immer zu umstellen im Gehirn, also lasse ich das lieber so, wie es ist und werfe einfach, wenn er in der Mitte ist. Höchstens mal, wenn er rechts ist, drauf werfen, aber nicht, wenn er links ist. Ist jetzt auch drin. Das heißt, wir können ihn jetzt noch bewerten. Achso, ich muss ja die Sachen noch alle abholen. Ich hätte euch eigentlich stehen lassen müssen. Oder wir machen das jetzt alles im Laufen. Drücken mal kurz hier. 14, 14, 11. Nicht der Rede wert. Das Einzige, was interessant wäre, wäre ein 100%iges. Aber ob das im Endeffekt so gut ist, weiß ich immer noch nicht. Es gibt auf jeden Fall bessere Fee-Angreifer, bessere Elektro-Angreifer. Ein 100er würde ich trotzdem maxen, einfach so für die Sammlung. Wir holen jetzt hier also die letzten Aufgaben ab. Im vierten Kapitel ein Mele-Mele-Abenteuer, was auch immer das bedeuten soll. Haben noch eine Lola Mauzi hier am Start. Tüten das fix ein. Und dann habe ich noch bei der Sammlerherausforderung, kann ich den Markus noch entwickeln, damit ich die auch abgeschlossen habe. Habt ihr schon einen Shiny Markus? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe noch keinen. Ich habe aber dieses Mauzi. Mit 15, 15, 10, was mir aber trotzdem irgendwie nichts bringt. Das nehmen wir auch noch mit. Spezialforschung abgeschlossen. Dann geht es hier irgendwann weiter mit der Meisterwerkforschung von den Apex-Viechern. Aber da braucht man ja 30 Tage. Ich bin jetzt beim Tag 4. Wer fleißig war, könnte schon bei Tag 5 sein. Wer das gleich am ersten Tag alles gemacht hat. Ich wollte es ja aufnehmen. Dadurch habe ich einen Tag Verzögerung gehabt. Und hier bei der Sammlerherausforderung müssen wir noch den Markus entwickeln. Geben wir jetzt hier einfach mal ein. Markus. So, da ist schon der Markus. Und den höchsten Markus werden wir jetzt entwickeln. Und mal angucken, wie der aussieht. Die Leute freuen sich alle, weil die sagen, das ist das Trump-Pokémon. Der stellt sich doch jetzt hin, oder? Ja. Die Nase, der Mund, die Frisur. Die Arme auf dem Rücken, also irgendwie passt das alles. Das hat eine stolz geschwollene Brust. Guckt euch das an. Ist das nicht genial? Ich glaube, das ist das neue Lieblings-Pokémon von vielen anderen. Und wie sich's aufführt und rumschreit. Also, Magnus Spector auch entwickelt. Mangus Spector auch entwickelt. Das können wir abholen. Wieder eine weitere Sammlerherausforderung abgeschlossen. Willkommen in Alola. Das war's eigentlich von meiner Seite aus. Wie findet ihr Kaburiki? Schreibt's mal rein. Was ist euer bestes Kaburiki, was ihr bisher habt? Habt ihr schon einen Shiny von den neuen bekommen? Habt ihr schon Wuffels als Shiny? Habt ihr bei Raids für Zuschauer mitgemacht bei Wuffels? Werdet ihr beim nächsten dabei sein? Wir machen am Wochenende spätestens wieder legendäre Raids für Zuschauer. Vielleicht packe ich am Donnerstag mal was rein und vielleicht kommt das hier trotzdem am Freitag. Das passt einfach besser von der Zeit her. Ansonsten 42. Wie viel habt ihr auf eurer Sammler-Herausforderungsmedaille? Schreibt's mal rein. Seid ihr auch bei 42. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.